Was geht ab, ihr schönen Schicker? Heute schauen wir uns mal ein Video an. Was heißt meine geheime Beziehung zu meiner super attraktiven Ärztin? Ich bin sehr gespannt. Mashallah. Bei dem Typ läuft. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like. Da schaffen wir heute 893 Likes. Hallo, ich bin Mason und ich hatte eine geheime Beziehung mit meiner heißen Ärztin. Oh. Es begann alles vor ein paar Monaten, als ich anfing, mich krank zu fühlen. Ich hatte Ärzte und Krankenhäuser schon immer gehasst, also versuchte ich sie so oft wie möglich zu meiden. Ich ging aufs College, lebte aber bei meiner Mutter, um Geld zu sparen. Zuerst sagte ich ihr nichts über meine Symptome, da ich wusste, dass sie gerne überreagierte, wenn es um meine Gesundheit ging. Wir hatten meinen Vater verloren, als ich noch ein kleiner Junge war, und meine Mutter kam nie wirklich über den Schmerz hinweg. Er war sehr krank geworden und die Ärzte konnten nichts mehr tun, um ihn zu retten, und so war es nur logisch, dass sich meine Mutter übertriebene Sorgen machten, wenn es ums Kranksein ging. Bro, sowas finde ich aber ultra schlimm, Alter, wenn so in jungen Jahren schon Kinder ihre Dads oder Moms verlieren. Ultra, wirklich, das ist Albtraum. Meine Kindheit war nicht das, was man als normal bezeichnen würde. Seit mein Vater gestorben war, begann meine Mutter zu befürchten, dass sie auch mich, die einzige Familie, die ihr noch geblieben war, verlieren würde. Also wurde sie zu einer echten Helikoptermutter. Sie war überfürsorglich, ließ mich nicht draußen spielen und zwang mich nahezu dazu, meine Hände andauernd zu waschen. Sie brachte mich jedes Mal ins Krankenhaus, wenn ich nieste oder nur hustete, und bestand darauf, dass ich den Unterricht versäumte, wenn einer meiner Freunde krank wurde. Es war, als ob sie wollte, dass ich in dieser kleinen Blase lebe, in der mir nie etwas passieren konnte. Aber ich liebte sie über alles, denn sie war einfach toll. Bro, das erinnert mich voll an diesen Film S mit Pennywise, dem Clown. Da ist doch auch dieser eine Typ, der von seiner Mutter so Dings, wisst ihr? Sie war lieb und zärtlich und sie tat wirklich ihr Bestes, um mich ganz allein großzuziehen. Mamas übertriebener Beschützerinstinkt machte es auch schwer, mit Mädchen auszugehen, als ich aufwuchs. Sie hat meine Beziehungen nie gut gehalten. Bro, also nicht böse gemeint, aber was war das denn? Das sah aus wie... Guck mal, Digga, das sieht aus, wie wenn die dich gleich auffressen, die drei. Also sorry. Ich aufwuchs. Sie hat meine Beziehungen nie gut geheißen und fand am Ende Ausreden, um meine Freundinnen zu vergraulen, egal wie perfekt sie zu sein schienen. Okay. Als ich am College angenommen wurde, beschlossen wir, dass ich zu Hause bleiben würde, um Geld zu sparen. Das würde es mir erlauben, Studienkredite zu vermeiden, argumentierte meine Mutter. In Wahrheit ging es bei unserer Entscheidung nicht nur um Geld. Mama fühlte sich nicht bereit, mich gehen zu lassen, und ich wollte sie nicht verletzen. Zu Hause zu bleiben, während ich studierte, schien also ein guter Kompromiss zu sein. Okay. Außerdem hat sie mir sehr geholfen und einen Teil meiner Studiengebühren bezahlt. Ich wollte kein undankbarer Sohn sein. Da ich also wusste, wie sie sein konnte, beschloss ich zu versuchen, meine Symptome zu verbergen, als ich anfing, mich krank zu fühlen. Bro, Alter, ich wollte gerade sagen, wie um alles in der Welt kommen wir jetzt zu dem Thema, zu heiße Ärztin? Es war das Theater einfach nicht wert und ich war sicher, dass ich problemlos wieder gesund werden würde. Alles, was ich brauchte, waren ein paar Tassen Tee und eine ganze Menge Schlaf. Das Problem begann jedoch, als mein Fieber nicht sank, selbst nachdem ich einige rezeptfreie Medikamente genommen und den Tag im Bett verbracht hatte. Mama kam von der Arbeit nach Hause und sie ahnte, dass etwas nicht stimmte. Ich versuchte so zu tun, als ob nichts wäre, aber sie glaubte meine Lügen nicht. Ich sah blass und erschöpft aus, also berührte sie meine Stirn. Ich musste ihr die Wahrheit gestehen. Ich fühlte mich schrecklich krank, aber ich versuchte darauf zu bestehen, dass es nur eine Grippe war. Natürlich glaubte mir Mama nicht. Sie wollte mich sofort ins Krankenhaus fahren. Oh oh. Ich versuchte darauf zu bestehen, dass es nicht nötig sei, aber am Ende ging es nach ihrem Willen. Ich fühlte mich zu krank, um noch weiter zu streiten. Boah, krass, und zerrte mich praktisch ins Auto. Auf der Fahrt dorthin begann ich Schüttelfrost zu bekommen. Das Fieber wurde immer schlimmer und ich fühlte mich unglaublich krank. Ich war jedoch... Bro, das erinnert mich gerade richtig an so eine Story, Mann. Ich musste auch mal ins Krankenhaus, weil ich Nasenbluten bekommen habe und es hat nicht aufgehört. Da hatte ich 2 Stunden Nasenbluten, dann bin ich mit meiner Mom auch ins Krankenhaus und die hat die ganze Zeit nur gesagt, penn ja nicht ein, Alter. Die hat mir richtig Druck gemacht, ey. Hartnäckig und sagte ihr immer wieder, dass das alles lächerlich sei, dass es mir in 1, 2 oder 3 Tagen besser gehen würde und dass sie mich einfach ausschlafen lassen sollte. Mama ist natürlich nicht umgekehrt. Sie parkte vor dem Krankenhaus und drängte mich in die Notaufnahme. Ich folgte ihr wie ein Häufchen Elend und seufzte, als ich die Fragen der Rezeptionistin beantwortete. Meine Mutter und ich setzten uns in den Warteraum der Notaufnahme und ich stöhnte, während wir warteten. Okay, ich sagte no sexual. Ihr, es wäre besser, wenn ich mich in mein warmes, gemütliches Bett kuscheln und mich ausruhen könnte, anstatt ewig in diesem kalten Raum zu warten. Mama hörte sich geduldig meine Proteste an, aber sie bestand trotzdem darauf, dass wir blieben, bis der Arzt mich sah. Ich wurde immer frustrierter, bis jemand meinen Namen rief. Als ich aufblickte, war ich fassungslos. Ein paar Meter von uns entfernt stand die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Ich konnte es nicht glauben. Sie war von Kopf bis Fuß perfekt. Ihr Haar war lang und gewellt, ihr Gesicht makellos, ihr Körper unglaublich. Sie war in blaue Kittel gekleidet, die zu ihren Augen passten. Ich konnte kaum sprechen und muss wie ein nuschelnder Narr ausgesehen haben. Bro, wie gesund er auf einmal aussieht, Digga. Die Frau stellte sich als Dr. Vanessa vor und ich musste versuchen, mich an meinen eigenen Namen zu erinnern. Ah ja. Ich glaube, dass Mama ihr meinen Namen dann gesagt hat.
Dr. Vanessa bat mich, ihr in einen der Untersuchungsräume zu folgen, während Mama draußen wartete. Ich fühlte mein Fieber höher als je zuvor und mein Herzschlag in meinen Ohren schlagen. Ich dachte, es sei ein Anzeichen dafür, dass ich mich verliebt hätte, aber in Wirklichkeit war es mein Körper, der auf meine Krankheit reagierte. Es ging mir von Minute zu Minute schlechter, aber ich war zu sehr von der Schönheit meiner Ärztin abgelenkt. Am Ende wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Meine Mutter verlor keine Zeit, um mich wissen zu lassen, dass sie recht behalten hatte. Okay, krass. Dr. Vanessa war die Ärztin, die sich um meinen Fall kümmerte, was meinen Aufenthalt im Krankenhaus wesentlich angenehmer machte. Ich machte immer dumme Witze, wenn sie den Raum betrat, selbst wenn ich mich schrecklich fühlte. Sie brachte mich trotz des Fiebers und der Schmerzen zum Lächeln. Bro, ich fühle mich gerade, wie wenn ich so eine gute Nachtgeschichte vorgelesen bekomme, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da soll mal zum Punkt kommen, weil es jetzt zur Sache geht. So richtig Rambazamba, Alter. Ich will jetzt die Details wissen, ja. Sie war freundlich und smart. Zuerst dachte ich, sie sei einfach nur nett, weil sie eine gute Ärztin und ich ihr Patient war. Aha. Aber nach und nach spürte ich, dass zwischen uns etwas zu wachsen begann. Bro, ich weiß auch ganz genau, was zu wachsen begann, Alter. Würde länger als nötig in meinem Zimmer bleiben. Wenn es mir dank der Medikamente wieder besser ging, sprachen wir. Ich rede natürlich hier von der Bindung. Mann, von was denn sonst, Leute? Alter. Miteinander und unterhielten uns. Ich wollte alles über sie wissen. Ich war überrascht zu entdecken, dass sie nicht nur neu in der Gegend war, sondern dass sie noch dabei war, in ihre neue Wohnung einzuziehen. Dann ist er mit ihr mit eingezogen. Story beendet. Sie wohnte in einem Hotelzimmer, während einige Probleme mit ihrem neuen Zuhause gelöst wurden. Als ich sie fragte, in welche Nachbarschaft sie einziehen würde, sagte sie den Namen der Gegend, in der ich lebte. Am Ende stellten wir fest, dass wir Nachbarn werden würden. Wir waren beide fassungslos. Es war so ein großer Zufall. Für mich fühlte sich das wie Schicksal an, als wäre ich dazu bestimmt gewesen, krank zu werden und ihr Patient zu sein. Warum sonst sollte sie direkt neben mich ziehen? Und wir hatten auch diese erstaunliche Verbindung. Ich weigerte mich zu glauben, dass das alles nur ein Zufall war. Als ich ihr das aber erzählte, sah sie besorgt aus. Sie sagte mir, dass sie mich zwar mag, aber dass ich ihr Patient sei und sie sich nicht mit mir verabreden könne. Das wäre unethisch und sie könnte Schwierigkeiten bekommen. Außerdem sei ich immer noch krank und müsse mich aufs Gesundwerden konzentrieren. Ich war entschlossen, nicht aufzugeben, aber ich sagte ihr, dass ich es verstand. Ich brauchte nichts zu überstürzen, da wir nebeneinander wohnen würden. Ich würde sie weiterhin sehen, nachdem ich das Krankenhaus verlassen hatte. Wenn sie sich also nicht mit einem Patienten verabreden wollte, dann würde ich einfach warten, bis ich nicht mehr ihr Patient war. Patient zu sein war natürlich leichter gesagt als getan. Ich habe versucht, freundlich zu bleiben und Flirts zu vermeiden. Das habe ich wirklich getan. Aber schon bald fragte ich sie nach einem Date. Sie sagte beim ersten Mal nein und auch beim zweiten Mal. Beim dritten Mal lachte Dr. Vanessa und schimpfte mich aus, weil ich so hartnäckig war. Am Ende sagte sie, sie würde mit mir ausgehen, sobald ich entlassen würde. Stellt euch meine Aufregung vor. Es dauerte noch ein paar Tage, bis es mir wirklich besser ging und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Wir haben die ganze Zeit geflirtet, aber wir haben uns nie geküsst. Nicht, bis ich das Krankenhaus verließ. Oi. An diesem Abend lud sie mich in ihre Wohnung ein. Es war unglaublich, sie direkt nebenan zu haben, nur ein paar Meter von mir entfernt. Wir verbrachten die Nacht zusammen und ich fühlte mich wie im Himmel. Ich war mit der schönsten Frau zusammen, die ich je getroffen hatte. Okay. Sie war auch klug und lustig. Vanessa war 10 Jahre älter als ich, aber das war uns egal. Ich studierte, um Architekt zu werden und würde in weniger als einem Jahr meinen Abschluss machen. Es war nicht so, als wäre ich ein Teenager oder etwas in der Art gewesen. Das Problem blieb meine Mutter. Bro, bei solchen Stories, ich frage mich immer, gibt's sowas in echt? Ja, oder? Es gibt alles in echt, ne? Digga, das muss es doch in echt geben, oder? Bro, glaubt ihr, dass es wahr gegeben hat oder glaubt ihr, dass es so ein kleiner Fortnite-Kiddy, der am Schwindeln ist? Ja! Ich wusste, sie würde ausflippen, wenn sie wüsste, dass ich mich mit meiner Ärztin treffe. Es war egal, ob ich nicht mehr ihr Patient war. Ich wusste, was meine Mutter über die ganze Situation sagen würde. Was würde passieren, wenn sie Vanessa bei der Ärztekammer anzeigen würde? Ich wollte meine Freundin nicht in Schwierigkeiten bringen, weil sie sich mit mir verabredet hatte. Also beschlossen wir zunächst, es vor denen um uns herum geheim zu halten. Meine Mutter mochte es nicht, wenn ich die ganze Nacht wegblieb, aber ich war alt genug, dass sie es mir nicht verbieten konnte. Sie stellte viele Fragen und ich versuchte ihr keine verfänglichen Antworten zu geben. Ich sagte ihr nur, dass ich spät lernte oder dass ich eine Lerngruppe gefunden hatte. Ich ließ sie nie wissen, dass ich eine Freundin hatte. Zumindest nicht, bis Vanessa und ich beschlossen, dass unsere Beziehung ernst war und wir sie auf die nächste Stufe bringen wollten. Sie bat mich, bei ihr einzuziehen und ich sagte sofort ja. Wir waren natürlich wahnsinnig glücklich und wollten unbedingt zusammenbleiben, aber ich war auch besorgt. Das bedeutete nämlich, dass ich meiner Mutter erzählen musste, was vor sich ging. Vanessa und ich beschlossen, dass wir ihr die Neuigkeiten gemeinsam mitteilen würden. Mama war sehr überrascht, meine Ärztin in unserem Wohnzimmer zu sehen, als sie von der Arbeit nach Hause kam. Sie flippte aus und fragte, ob ich wieder krank sei. Ich erklärte ihr, dass ich gesund sei und Vanessa nicht als Ärztin da war. Sie war als meine Freundin gekommen. Mama wurde so wütend. Sie fragte, wie lange wir uns schon treffen würden und ich konnte sie nicht länger anlügen. Wir ließen sie wissen, dass wir uns ineinander verliebt hatten, als sie noch meine Ärztin war. Mama hat es überhaupt nicht gut aufgenommen. Sie beschuldigte Vanessa, ihre Position ausgenutzt zu haben. Vanessa erklärte, sie wisse, dass es falsch gewesen sei, aber dass wir uns wirklich verliebt hätten. Es dauerte einige Zeit, aber wir konnten sie davon überzeugen, keine Beschwerde im Krankenhaus einzureichen. Krass. Das war eine große Erleichterung für mich, da ich wusste, dass Vanessa hätte gefeuert werden können. Bro, imagine einfach, die Mom sagt das und die wird gefeuert, Alter. Ey, Digga, Alter, da hätte ich lieber gar nicht gesagt. Mama kann wirklich überfürsorglich sein, aber sie ist keine grausame Frau. Sie wusste, dass es falsch gewesen wäre, das zu tun. Ich lebe jetzt bei Vanessa und meine Mutter beginnt langsam, unsere Beziehung zu akzeptieren. Es war kein leichter Weg, aber es hat sich alles gelohnt. Vanessa ist die wunderbarste Frau, die ich je getroffen habe. Und okay, ja, crazy Animation. Also, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr Action vorgestellt, aber irgendwie war dann doch nicht so viel Action. Aber es war trotzdem ganz cool, ne? War eine coole Animation. Also, checkt auf jeden Fall das Original ab. Lasst einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Lasst ein kostenloses Abo da. Ja, Animation war okay. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, lasst ein Like, dann gucken wir es öfter an. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dann.